Ich weiß genau, was ihr denkt. Wie konnte das nur passieren? Herzlich willkommen. Heute habe ich mir mal Hilfe geholt, nämlich den Toni vom Paperback Podcast. Denn wir beide waren in der Pressevorstellung von Thor 3. Thor Tag der Entscheidung handelt davon, dass die Göttin des Todes Hela zurückkehrt. Natürlich wird Thor mit Hilfe von Loki Hela den Kampf ansagen. Jedoch kann sie die beiden schnell besiegen und wirft sie auf den Planeten Sakaar. Thor wird gefangen genommen und muss nun als Gladiator antreten. Dabei trifft er auf einen ungewöhnlichen grünen Bekannten. So, meine erste Frage, Toni, wie fandst du denn Thor? Also ich muss sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht von dem Ganzen. Die Trailer im Vorfeld mochten mir nicht so gefallen, aber nach dem Film, ey, wir haben so viel gelacht im Kino, das war unbeschreiblich. Und auch die Witze waren wirklich on point und haben einfach gepasst. Das ist ja einer der vielen Kritikpunkte, die ja gerade die stärksten Kritiker hervorbringen, dass der Film einfach zu witzig ist. Wie fandst du das denn? Ja, also kann man vielleicht behaupten, wenn man jetzt so ein bisschen mit Guardians vielleicht vergleicht, dann waren die Witze schon öfter. Aber trotzdem fand ich sie besser und nicht so kindisch wie in Guardians of the Galaxy. Würdest du denn sagen, dass du den Film vielleicht ein bisschen düsterer gewünscht hättest, aufgrund halt der Comic-Vorlage? Den Comic kenne ich leider nicht, aber klar weiß man, was mit Ragnarok gemeint ist. Und auch der Name Tag der Entscheidung sollte vielleicht dann noch ein bisschen düsterer wirken oder ein bisschen düsterer umgesetzt werden. Aber ja, kann man sich drüber streiten. Ich fand es jetzt okay. Wie fandest du den Bösewicht denn? Die Aufhängung von Hela, wer sie überhaupt ist und wie sie in Szene gesetzt wird, fand ich echt gut gewählt. Das hat dem Ganzen nochmal ein bisschen Nachdruck verliehen. Und es war jetzt nicht so ein plumper 0815-Held, der so lieblos ausgetauscht werden könnte. Also er war schon richtig gut gewählt, muss ich sagen. Ja, also ich persönlich habe ein paar Probleme mit dem Film. Ich bin halt ein großer Fan von der Vorlage des Planet Hulks und dieser wird halt komplett da drinnen zerstückelt. Ich glaube fast, dass Thor der falsche Charakter war, um diesen Film zu präsentieren. Denn, wie du schon sagst, es kommt mehr wie ein Guardians of the Galaxy rüber. Muss aber sagen, dass mir der Part auf dem Planeten Sakaar, glaube ich, hieß er, der hat mir super gut gefallen. Und wie gesagt, wir hatten die Zeit unseres Lebens da drin, also wir haben alle sehr gut gelacht. Der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam und hat eine Menge Spaß da drin. Man wird gut unterhalten, kriegt was für sein Geld, wird aber auf jeden Fall die Marvel-Fanbase in seine zwei Lager spalten. Nämlich die einen, die das super gut finden und hoffen, dass Marvel jetzt diesen Zug weiterfährt, als auch die anderen, die sagen, Gottes Willen wird Infinity War nicht so. Überraschung! Das wird ein Riesenspaß. Zum Schluss bleibt eigentlich bloß zu sagen, geht ins Kino, guckt ihn euch an, ihr habt auf jeden Fall eine gute Zeit und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, schaut euch vorher noch andere Filme von Waititi an, weil wenn euch das nicht zusagt, dann vielleicht Thor doch meiden. Genau. In diesem Sinne, geht ins Kino und viel Spaß.